Hi, hi, ihr Lieben. Neben dem ganzen Wahnsinn, der hier immer passiert, habe ich die Woche eine relativ gute Nachricht gehört, die mich sehr, sehr dolle freut. Und zwar unsere hochgeschätzte, kompetente Drogenbeauftragte Marlene Mortler wird ihr Amt zukünftig nicht mehr ausführen. Sie geht ja nämlich ins EU-Parlament. Da frage ich mich, why? Diese Frau ist für mich die Inkompetenz in Person. Was hat so jemand im EU-Parlament verloren? Will die sich da noch mehr blamieren, als es hier schon getan hat? In Deutschland? Egal, trotzdem, darüber will ich mich jetzt nicht ärgern. Ich bin einfach nur froh, dass diese Frau endlich weg vom Fenster sein wird. Bin gespannt, wer ihre Nachfolgerin oder Nachfolger sein wird. Ich habe ja schon kaum Hoffnung, dass da wirklich sich mal jemand hinsetzt, der auch mal Ahnung hat von dem, was er sagt. Meine Befürchtung ist, dass der Kurs weiter so gefahren wird, dass Cannabis weiterhin verteufelt werden wird. Das war ja so ihr großes Hate-Thema, ne? Ich habe da auch ein paar Best-ofs mir aufgeschrieben, die sind so herrlich, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die Frau ist ein, wenn die den Mund aufmacht, dann weiß ich nicht. Entweder ist es so, man muss eigentlich drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre, ne? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Trotzdem freue ich mich, dass wir die endlich nicht mehr ertragen müssen, ihre inkompetenten Antworten, wenn sie in Richtung Drogenpolitik gefragt wird. Die Frau, ja, wie soll man es sagen, ohne dass es wirklich beleidigend wird, aber eigentlich, nee, ich lasse es lieber. Bringt nichts. Ein kleines Best-of möchte ich euch mal sagen, was die Frau so von sich gegeben hat. Das Beste hebe ich mir zum Schluss auf. Dass eben Cannabis weniger Befürworter hat, als man glaubt. Ja, also sie ist der Meinung, dass eben dass es doch nicht so viele sind, die eben sich für Cannabis aussprechen, für eine Legalisierung, was absoluter Schwachsinn ist. Was ich so mitkriege, ist sogar die Mehrheit oder ein sehr großer Teil von Deutschland. Entweder ist es denen egal, die sagen, ja, mach doch, die sind eher neutral, oder sprechen sich sogar dafür aus, die aber nicht betroffen davon sind, ja, die das weder als Genuss nehmen, noch als Medizin benötigen. Ich habe so viele Leute gefragt, auch in meinem persönlichen Umfeld. Oder wenn man muss sich ja nur umhören oder auch sich in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken umschauen. Die meisten sind dafür. Nur mal so. Das ist auch sehr schön. Alkohol ist ein Suchtmittel unserer Kulturgeschichte. Cannabis ist es nicht. Dann wurde sie auch hin und wieder mal darauf angesprochen, wenn jetzt sich welche eben für Cannabis ausgesprochen haben, sei es auch Polizisten oder welche, die das für sich privat nutzen. Da hat sie da immer nur geäußert, es ist eine Einzelmeinung, ja, von demjenigen. Aber sie hat ja immer mit so vielen Suchtbeauftragten gesprochen, mit so vielen Polizisten angeblich, die aber ganz strikt dagegen sind. Ja, na klar. Also, das ist wie mit den Einzelfällen hier in Deutschland, nicht wahr? Ja, es stimmt einfach nicht, es ist einfach nicht richtig. Es gibt keine vereinzelten Meinungen. Ja, das wird immer mehr, die sich damit beschäftigen und die das, die fordern, dass es entkriminalisiert wird. Ach so, und Cannabis ist eine Zeitgeistbewegung, ne? Also es ist natürlich nicht so, dass es diese Pflanze, was weiß ich schon, wie lange gibt. Manchmal habe ich das Gefühl, sie denkt, dass diese Pflanze vielleicht von irgendwelchen Kiffern erfunden wurde, ja, die vielleicht seit ein paar Jahren existiert. Ne? Also Alkohol gehört zu uns, aber Cannabis nicht. Alles klar. So, der schönste Satz, der kommt auf die Nummer 1.
Sie wurde auch schon von einigen Journalisten angesprochen, warum eben, ne, Cannabis nicht legalisiert wird und so weiter und so fort. Und da hat sie ja geantwortet, Cannabis ist verboten, weil es eine illegale Droge ist. Diesen Satz feiere ich so. Den muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Cannabis ist verboten, weil es eine illegale Droge ist. Yay, Dauch, meine liebe Frau Mortler. Das zeigt doch, wie kompetent sie wirklich ist oder wie sehr sie sich mit dem Thema auskennt. Und auch ja unsere Frau Merkel, die ja in Inkompetenz sich nichts nimmt, was das angeht, fährt da ja einen ähnlichen Kurs. Sie lehnen es einfach ab, es ist illegal und fertig. Ja, warum? Weil ihr es als illegal erklärt habt, ihr Idioten. Entschuldigung, aber sowas regt mich wirklich auf. Wie kann jemand, der sich null mit etwas auskennt, erstmal in der Politik sein und denn so einen Schwachsinn von sich geben? Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich ernsthaft, weil es auch einfach nicht ihr Interesse ist, sich mit Leuten hingesetzt hat, die es erstmal medizinisch brauchen und die das vielleicht auch auf längere Sicht schon als einfach als Genussmittel nehmen. Dann müsste sie ihre Meinung ändern, aber das will sie natürlich nicht, dann macht sie einen auf die drei Affen, nichts sehen, nichts hören, ja, nichts wissen, was weiß ich. Wie ja Frau Merkel auch meinte, was hat sie so schön gesagt? Ach ja, Alkohol ist nicht so gefährlich, also von Alkohol und Zigaretten, von Tabak wird man nicht so doll abhängig wie von Cannabis, ja? Also Cannabis hat viel höhere Folgen, viel höheres Suchtpotenzial als Alkohol. Klar, also mir ist noch kein einziger Todesfall bekannt, wo zum Beispiel jemand durch Cannabis ums Leben gekommen ist. Durch Tabak und Alkohol aber sehr wohl. Ich habe Leute schon gesehen, die alkoholsüchtig waren, die wirklich Alkis waren. Das ist kein schöner Anblick. In meinem Umfeld kenne ich auch jemanden, der einfach an der Flasche hängt, ja. Es ist nicht schön, wenn man sieht, wie einfach diese Leute einfach ohne dem nicht mehr klarkommen. Ne? Aber die das ja selber auch nicht checken, das ist es ja immer, ne? Naja. Rauchen genauso. Naja, mein Vater ist elendig an Lungenkrebs verreckt, ja, weil er ein sehr starker Raucher war. Ja, das sind die Fakten. Rauchen und Alkohol, das tötet, das macht süchtig. Und man kann da viel, viel schneller reinkommen und abrutschen, als jetzt, wenn man hin und wieder mal Cannabis zu sich nimmt oder selbst regelmäßig konsumieren würde. Auch da kenne ich persönlich Leute, die das gemacht haben oder machen. Ja, die aber auch eine gute Zeit dann ohne Cannabis auch auskommen können. Ja, die keine, die wo, die ich nicht irgendwie zitternd darum. Ach. Oh, cut, cut. So, jetzt noch Cut, mal. Moment. Ich habe keinen einzigen gesehen, den ich kenne oder von früher kannte, die Cannabis zu sich nehmen, die irgendwelche Entzugserscheinungen davon getragen haben. Ja, wenn sie es mal nicht bekommen haben, aus welchen Gründen auch immer, die dann da sitzen und gar nicht mehr klargekommen sind. Ja, das ist einfach mal Realität. Ich will das natürlich hier nicht auch verharmlosen. Ich bin natürlich dafür, dass Kinder und Jugendliche, dass da Cannabis nichts verloren hat. Das ist natürlich das gleiche wie mit Alkohol und Rauchen. Dass natürlich da ein Jugendschutzgesetz her müsste, wenn es legalisiert werden würde. Das ist ganz klar. Aber ein erwachsener Mensch sollte tun und lassen, was er möchte. Und wenn er der Meinung ist, er möchte aus welchen Gründen auch immer einfach sich hin und wieder mal einen Johnny reinzimmern, dann soll er das bitte tun, ohne dafür verurteilt oder sogar bestraft zu werden. Das ist einfach meine Meinung. Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu locker, aber wir sind doch erwachsen, oder? Also wie gesagt, Kinder und Jugendliche, das ist klar, aber ein erwachsener Mensch sollte in der Lage sein, selber entscheiden zu können, was er zu sich nimmt, weil er selber für sich verantwortlich ist. Was natürlich die härteren Drogen angeht, das ist nochmal ein Thema für sich. Das sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich dazu stehen soll. Ist ein schwieriges Thema, ne? Aber selbst da, ich meine, es wird sowieso
immer Leute geben, die das zu sich nehmen. Auch wenn es natürlich total sehr viel schädigender ist, gerade diese ganze Chemie-Scheiße und so. Aber selbst da muss jeder selber wissen, was er mit seinem Körper anstellt, nicht wahr? Das ist wie mit Alkohol und Rauchen genauso. Wie kann es sein, dass da sowieso unterschieden wird zwischen legalen und illegalen Drogen? Das war mir schon damals in der Schule irgendwie unklar, wo wir das mal im Unterricht durchgenommen haben. Ja, da wurde ja ganz klar zwischen legal und illegal unterschieden. Und ich saß damals schon da und und habe das nicht verstanden, so wie man da so einen krassen Unterschied machen kann. Drogen sind Drogen, ne? Egal jetzt, ob legal oder illegal. Also, naja, aber ich schweife ein bisschen ab. Ich wollte mich ja freuen. Ich habe mich deswegen zur Feier des Tages so ein bisschen hübsch gemacht, ja, weil ich das so feier. Und ich hoffe, wie gesagt, wir kriegen endlich mal jemanden, der ein bisschen mehr Ahnung hat. Ich bin echt gespannt. Noch ist es ja unklar. Und sie hat ja auch gesagt, ne, soweit ihr Amt kein Nachfolger da sein wird, wird sie das natürlich weiterhin vertreten. Ja, weißt du was? Mach. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann heißt es, bye bye, Frau Mortler. Boah, ich krieg echt einen Hals. Ich krieg einen Hals. Allein wenn ich nur ein Foto von der sehe, ich krieg so einen Hals. Naja, aber trotzdem Grund zur Freude. Es bleibt spannend, überhaupt, wie sich das ganze Thema so weitergeht. Es ist ja immer im Gespräch. Und ja, auf jeden Fall dranbleiben. Nicht aufgeben. Ja. Zu den anderen Sachen, die noch so passiert sind. Ich habe da ehrlich gesagt auch immer nicht so, bin ich ehrlich, nicht so auch die Lust gehabt, mich dazu zu äußern, was jetzt Strache mit dem Ganzen, was da in Österreich alles jetzt passiert ist. Aber ich sollte dazu schon was sagen. Ist schon wichtig. Aber dazu brauche ich echt irgendwie einen Nerv für, weil, naja. Okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne restliche Woche. Ach übrigens, ja, nachträglich alles Gute zum Herrtag, ne? Ich hoffe, ihr habt den Tag gefeiert. Habt nicht zu viel getrunken. Alkohol ist nämlich ganz, ganz voll schädlich. Nein, Quatsch, muss jeder selber wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.